Schönen guten Morgen. Wir sind die Jimmy Reiter Band. Wir freuen uns tierisch, bei euch sein zu dürfen hier in Rot. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle gekommen seid zu dieser etwas unüblichen Stunde für ein Blueskonzert. Aber ich denke, mit eurer Unterstützung werden wir einen ganz großartigen Vormittag hier verleben. Wir haben viel mit euch vor. Wir haben 2 lange Sets mit Blues und R&B für Musik für euch im Gepäck. Habt ihr denn ein bisschen Bock auf Blues? Ich kann hier oben irgendwie ganz schlecht hören. Habt ihr ein bisschen Bock auf Blues? Viel Spaß! Well, I've come to the conclusion that I really need to complain. There's just too much confusion. My life's going down the drain. Somebody tell me, is there anything I need to rearrange? 'Cause I'm waiting. Waiting for my luck to change. Patience is a virtue. Rome wasn't built in a day. Jimmy, willkommen in Rot. Du bist, glaube ich, jetzt zum ersten Mal bei den Blues-Tagen dabei. Das ist richtig. Das allererste Mal. Dann spielst du den Brunch. Hast du ähnliche Veranstaltungen schon mal gemacht? Erfahrungen damit? Ja, wir haben durchaus schon mal Brunch-Veranstaltung am Morgen gespielt. Das ist nicht die Regel, aber kommt schon mal vor. Ist ja wahrscheinlich doch eine andere Erfahrung als ein, Anführungszeichen, normales Konzert. Das stimmt, ja. Es ist immer wieder lustig, morgens, früh morgens den Blues zu spielen. Aber es klappt doch meistens immer ganz gut. Ihr kommt aus Osnabrück, so ja fast teilweise zumindest. Ja. Teilweise du aus Osnabrück? Genau, unser Keyboarder Mo kommt auch aus Osnabrück. Ist ja fast so die heimliche Hauptstadt des Blues in Deutschland. Das behaupten wir Osnabrücker natürlich immer gerne. Ich wette, es gibt andere Städte, die diesen Titel für sich auch in Anspruch nehmen würden. Aber es gibt tatsächlich in Osnabrück jede Menge, also dafür, dass Osnabrück eine relativ kleine Stadt ist, gibt es jede Menge professionelle Blues-Bands. Das ist richtig so eine Art Nest. Und gerade im so einem Städtedreieck Münster, Bielefeld, Osnabrück, da gibt es tatsächlich viel, viel in Richtung Blues. Du machst es jetzt ja auch schon einige Jahre. Kann man sagen, es gibt so ja, Nord-Süd-Gefälle in Sachen Blues. Also die Norddeutschen tun sich im Süden etwas schwerer und umgekehrt. Das würde ich gar nicht so unbedingt sagen. Also wir spielen zum Beispiel relativ häufig im Süden. Waren jetzt gerade dieses Jahr schon die ersten 3 Monate waren wir relativ viel im Süden unterwegs. Das waren wir gerade in Stuttgart und in Ellwangen waren wir. Und ach, ich habe schon wieder alles vergessen, aber wir sind gerne und häufig im Süden unterwegs. Whoa, baby. Whoa, baby. Dankeschön, herzlichen Dank. Hard times have surely come. Von unserer neuen Platte Told You So, auf der auch die folgende Nummer drauf ist, die ich für euch spielen werde, sobald ich meine Gitarre gestimmt habe. Obwohl eigentlich für Blues reicht's. Nächste Nummer ist auf demselben Album und das Stück trägt den schönen Titel Woman, Don't Lie. Well, when you tell me you love me, why? You
wanna do me wrong. Uh-huh. Well, when you tell me you want me, why do you stay out all night long? Uh-huh. And when you get on down to the real nitty-gritty, woman, you just might as well forget it. Uh-huh. Woman, don't lie. Woman, don't lie. Du hast vergangenes Jahr Told You So, dein zweites Soloalbum, rausgebracht. Täuschter Eindruck, du fühlst dich dem traditionellen Blues durchaus verbunden, modernisierst ihn, aber es ist relativ traditionell. Ja, also würde ich schon sagen, ich komm irgendwie aus der Ecke. Ich habe lange Jahre so, als ich angefangen habe, das beruflich zu machen, habe ich lange Jahre mit einem amerikanischen Sänger und Mundharmonikaspieler gespielt, Doug Jay, ganz genau. Und das ging natürlich schon richtig in die traditionelle Richtung und das ist auch so mein Metier sozusagen. Aber der Kram, den wir jetzt so machen mit meiner Band, der ist schon ein bisschen modernisierter, kann man sagen. Wir machen viel eigenes Repertoire und ist ein bisschen R&B-lastiger als traditioneller Chicago Blues, würde ich sagen. Du hast es erwähnt, du bist ja schon lange dabei, hast mit allen möglichen Bands gespielt. Gibt ja auch die Blues Night Band, bei der du mitmischt und mit der ihr immer wieder amerikanische oder ja, vor allem amerikanische Größen begleitet, wenn die hier unterwegs sind. Ja, das ist ein Projekt, was mittlerweile oder zurzeit so ein bisschen auf Eis liegt, weil wir viel andere Sachen machen. Aber wir haben lange Jahre mit der Blues Night Band bei uns in Osnabrück und Umgebung monatlich so eine Veranstaltungsreihe gemacht, wo wir jede Menge internationale Blueskünstler begleitet haben. Larry Garner und Daryl Newlish und R.J. Michaud und also jede Menge richtig, richtig gute Leute. Und das haben wir viele Jahre gemacht. Du hast jetzt im Told You So zweite Platte gemacht, nach 5 Jahren, glaube ich, oder 4 Jahren. High Priest of Nothing. Heißt das, dass man weitere 4 Jahre warten muss? Ich hoffe nicht. Also der Plan bei der letzten Platte waren auch nicht 4 Jahre zu warten, sondern eher so 2 vielleicht. Das wäre auch der Zeitrahmen ungefähr, den ich jetzt für die nächste wieder anpeilen würde. Aber man weiß ja nie so genau, ob man das hinkriegt. Aber ich denke, so zwei Jahresrhythmus ist eigentlich eine ganz gesunde Sache. Das wäre mein Plan jetzt. Wovon hängt das ab? Von meiner Faulheit, von der Tatsache, dass man natürlich auch neues Material schreiben muss erstmal, dass man aufnehmen kann. Dann kostet so eine ganze Produktion auch ein paar Mark oder Euro besser gesagt. Das muss man auch alles vernünftig planen und so weiter. Aber ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass wir es diesmal hinkriegen, dass wir nicht wieder 4 Jahre warten müssen auf die nächste Platte. You come home from work all covered in sweat, just in time to see me get out of bed. I don't care how hard you try, I'll take the easy way and still get by. No, I love you, but you say prove it to me. But what you're asking smells like work to me. I don't need no alibi, I'll just take the easy way and still get by. Don't you worry about me, baby, I'll take the easy way. Du hast mit 9 Jahren angefangen, Gitarre zu spielen, Akustikgitarre. Stimmt. Ein paar Jahre später dann auf die elektrische umgestiegen. Richtig, ja. Wer war da in Anführungszeichen schuld daran? Ich habe, ja, wie du schon gesagt hast, mit 9 am Konservatorium in Osnabrück richtig klassischen Gitarrenunterricht gekriegt und habe dann aber irgendwann festgestellt, dass so meine ganzen Gitarren-Heroes, die ich dann irgendwann hatte, dass sie alle elektrische Gitarre spielten und nicht Akustikgitarre. Deswegen habe ich mir dann von meinen Eltern zu Weihnachten eine E-Gitarre schenken lassen. Und bei uns am Konservatorium in Osnabrück gab es einen Lehrer namens Toscho Todorovic, in der Blues-Szene nicht ganz unbekannt, nämlich als Kopf der Blues Company.
Und der gab auch einen Tag in der Woche immer da Unterricht. Und durch einen glücklichen Zufall bin ich da reingerutscht. Und dann habe ich so, ich schätze, 2 Jahre ungefähr beim Toscho Gitarrenunterricht gehabt. Und damals hatten wir so eine Schülerband. Da Toscho gab dann auch Bandunterricht, machte so Bandcoaching so ein bisschen. Das haben wir dann da auch bei ihm gemacht. Und so kam ich dann so richtig in die Blues-Ecke rein. Da war er schon eine wichtige Person. Wie lässt sich heute in Deutschland von der Musik, vom Blues leben? Schlecht. Naja, also wir kriegen schon irgendwie hin. Das ist, aber man muss sich natürlich vorher im Klaren sein, dass man keine großen Reichtümer anhäufen kann dadurch. Ist immer so ein bisschen von der Hand in den Mund natürlich, aber es macht Spaß und es ist, man macht das, genau das, was man machen möchte, und dafür, ja, muss man halt in Kauf nehmen, dass man wahrscheinlich nicht so, nicht steinreich wird damit, aber irgendwie klappt es dann doch immer. Wunderbares Schlusswort, Jimmy, herzlichen Dank. Ich habe zu danken. I'll take the easy way. I don't care what the people might say. Getting by ain't so hard to do. Sit right back and let it happen to you. Just watch me do it. Dankeschön, vielen Dank.